Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu Reforged Eden in Imperial Galactic Survival. Letzte Folge haben wir ja, oder ich, das Depot auseinandergenommen. Abandoned, ja, wir kennen das ja mit dem Abandoned, bis halt auf so ein paar Geschütze und so ein paar Viecher, die kein Mensch mag. Und ja, ich war ja nicht in der Lage, den Kern zu finden. In den Comments stand drin, da ist ein Aufzug, den du nicht gesehen hast. Ich bin durch das Ding jetzt schon dreimal durchgerannt. Mein Essen ist inzwischen wieder irgendwo da unten angekommen, deshalb gönne ich mir jetzt mal den Snack. Und ich habe gesucht und gesucht und ich habe eine Ahnung, wo. Aber dafür muss ich mir nochmal die Aufzüge raussuchen, wo die überhaupt sind. Würde ich sagen, ich bin, was diesen POI angeht, irgendwie daneben. Also, hier ist einer. Der geht aber nur bis hierhin. War ich in dieser Etage? Da draußen ist das... Ich muss dazu sagen, ich habe halt nachgesucht, wo genau das ist. Wenn ich das jetzt hier sehe, dann Licht. Ja, dann ist es der. Ich habe keine Ahnung, warum ich das Ding dauernd übersehe. Ich... Oh mein Gott. Ich mich erschrocken. Ich dachte, da sind jetzt nur noch die Endo-Alien-Parasit, Magenverstimmung, Giftbiss. Ich dachte, da sind jetzt nur noch die Generatoren da vorne. Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass hier unten noch was auftaucht. Okay, für den Fall, dass ich müde war, jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt alles richtig sortiert? Kühlschrank. Oh, Entschuldigung. Pulslaser. Da kommt Sarkosium raus. Finde ich gut. So, nochmal durchladen. Da sehe ich einen Lootbehälter. Herzinfarkt incoming, echt jetzt. So, also. Hier drin komme ich nicht weiter. Die Scheibe muss ich später aufsprengen. Hier geht es auch nicht weiter. Mahlzeit. Nu? Habe ich hier eine Tür übersehen? Ein Schalter? Ist das... Ah, Schalter.
Was? Wo? Wieso? Arschloch. Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht, oder? Direkt doppelt gebrochen, die Achsen, ja? Geschlossener Bruch, Traumakit. Traumakit. Geschlossener Bruch. Und noch ein Geschütz? Komm, hier ist doch bestimmt ein Geschütz. Irgendwo, wo ich nicht dran komme. Da hat sich auch was bewegt, oder? Ich hasse diese Viecher. So. Ja. Skorpion, ein Horror. Aber ihr seid da drin, ich nicht. So, zurück zum Thema Geschütz. Keins? Doch. Wo habe ich nicht geguckt? Genau über mir. Ich falle da auch immer wieder drauf rein. Dann lerne ich das mal. Da sind auch noch Behälter hinter. Also ein Horror und ein Skorpion. Von denen ich weiß. Kein Geschütz. Ah. Könnte es auch anders sein. Aber diesmal habe ich es zuerst gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding noch so viel in sich hat. Da ist es. Ich wollte es mal ausprobieren. Ihr habt danach gefragt. Super, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich sehe kein Geschütz. Das ist der Kern? Really? Ach so, der ist da eingebaut. Ach so. Meine Güte. Und das war dahinter? Tatsächlich. Okay. Also, was haben wir hier? Thank you.
Das kann weg. Das kann weg. Das kann ich jetzt endlich leer machen. Bitte auch noch mal so viel Treibstoff. Okay, das ist also das Dach. Nee. Sorry, mit dem Nachtsicht komme ich überhaupt nicht klar. Das geht mir sowas von auf die Augen. Das ist nicht meins. Dahinter ist einer. Zwei. Da war auch was drin. Okay. Wieder Titanplatten. Ah, Überraschung. Geht so. Ist es nur Deko oder ist hier wirklich was Brauchbares hinter? Nee. Die Richtung ist nichts. Schade. Wo bin ich hier gekommen? Da, ne? Ich habe so viele Löcher hier schon reingeschossen, dass ich nicht mehr weiß, wo ich lang bin. Oh Gott. Nee, rechts rum. Genau. Den würde ich gerne zerlegen. Geht aber nicht, weil dann komme ich nicht mehr hoch. Andererseits, da... Ja. Würde ich halt rauskommen. Jo. Nehmen wir das auch noch mit. Und würde mal behaupten, habe fertig. Da oben ist noch ein Constructor, den ich mir noch holen will. Nee, falsche Richtung.
als Starter-PoE sicherlich auch genial, so ein Teil. Wenn man das direkt am Anfang übernehmen kann. Loot-Behälter ohne Ende. Containererweiterung bis zum geht nicht mehr. Ja. Wenn man den am Anfang das überleben würde. Und für all die sagen, ich loote nicht vernünftig. Da ich mir jetzt angewöhnt habe, die Behälter auch noch leer zu machen. Also aufzunehmen. Hoffe ich mal, dass ich jetzt nichts mehr übersehe. Hoffe ich. Wie sowas zum Beispiel. So. Das war's jetzt aber. Heimflug. Gold habe ich zwar immer noch keins. Aber naja. Wo muss ich hin? Und warum bin ich eigentlich hier? Achso, ich wollte noch da durch. Ja, kann ich ja machen. Auf dem Weg nach Hause. Also Richtung Nordwest. Also sollte auch kein Cliffhanger sein, dass ich die letzte Folge an der Stelle beendet hatte. Ich wusste halt absolut nicht, wie weiter. Ich hatte aber im Hinterkopf, dass ihr mir da mal was zu geschrieben hattet. Und ja, hab dann halt gesucht. Und als mir dann bewusst wurde, dass da noch ein kleines bisschen mehr ist, dachte ich, okay, nimm das in die Aufnahme. Gucken, was da noch draus wird, wie groß das ist. Aber dass es, wie gesagt, so groß ist, war mir nicht bekannt. Das muss noch raus. Ach, kann ich gleich in der Basis sortieren. Aber das mache ich auf Kamera. Da mache ich für euch einen kurzen Cut. Oh, guck mal, eine Rackdrohne. Was hast du denn hier? Hast du kein Zuhause?
Hallo? Gott sagen, treffe ich etwa nicht? Und ich glaube, Mücke muss mal gerade die Kratzer aus dem Lack poliert bekommen. Schutzschilde waren nämlich aus. Ja, Pentaxid low. Das könnte das nächste Problem werden. Also außer Restrum, Zaskosium, Gold. Ach, ihr wisst schon. Eigentlich fehlt wie immer alles. Schon wieder leer, ja? Gedockt, Schubdüsen aus, einmal aussteigen. Als erstes den Kühlschrank befüllen. Kühlschrank innen ist ja erstmal das Wichtigste. Ach ja, Entschuldigung. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder zurück. Geerntet habe ich, sortiert habe ich. Anzugstation ist da, aber ich habe keine Reparaturstation. Ich habe meinen Anzug gerade ausgezogen. Kleines Problem. Den will ich upgraden. Dafür brauche ich Satium, Zarkosium, Fluxspulen, Stromspulen. Ach, kann ich mir doch nicht merken. Was zur Hölle war das? Also ganz wichtig, ich muss das Ding upgraden und ich brauche für das Raumschiff eine Reparaturstation. Reparaturstation. Was brauche ich dafür? Zarkosium-Legierung 24 habe ich nicht. Muss ich im All drauf zugreifen. Weil Stromspulen. Ich gehe nochmal gucken, was ich brauche. Oh mein Gott. Wenn ihr wüsstet, was ihr jetzt verpasst habt. Ich habe 20 Minuten sortiert, gemacht und getan, mit euch geredet. Und ich hatte die Aufnahme immer noch auf Pause. Kurze Zusammenfassung, ich weiß jetzt, warum meine Basis so dermaßen über CPU ist. Ich habe das die T3 auf T4 abgegradet, das hat jetzt geklappt. Ich glaube, das habe ich auch nicht mit drauf. Auf jeden Fall hat das nur 25.000 CPU gebracht. Aber ich habe gesehen, jeder von den Piep-Generatoren 14 Stück oder so, oder 10 Stück. Ich glaube 14 Stück sogar. Nee, ist es nicht. Aber T1 groß. Das Ding hat 25.000 CPU. Dann habe ich versucht, den T1 abzugraden auf T2. Geht nicht mit dem Multiwerkzeug, die muss man herstellen. Was brauche ich dafür? Zaskosium. Herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich ein bisschen Material gepackt, um einkaufen zu gehen. Und dann habe ich mir überlegt, einkaufen ist doof, Zirax ärgern ist besser, weil die sitzen nämlich noch auf dem Zeug. Zaskosium, ich brauche noch viel, viel, viel mehr. Der Restrum auch, weil ich brauche dummerweise die Legierung. Also brauche ich beides. Ich kann es nicht glauben, ey. 20 Minuten Aufnahmezeit und ich quatsch wie ein Bescheuerter. Und gerade als ich abhebe, sehe ich, es ist noch auf Pause. Da.
Das war der kleine Stinker. Was war eigentlich mit dem Rest? Was bist du? Trade Station? Ich hüpfe da mal kurz rüber, gucken, was das ist, bevor ich weitermache. Habe ja noch ein bisschen Treibstoff. Och ja, sicher. Ernst? Bounty Hunter Office. Distribution Center. Xerox Trading Station. Gut. Sag doch direkt, dass das alles in Xerox-Hand ist und ihr mir wahrscheinlich den Kopf abschießen möchtet, sobald ihr könnt. Doch, der da. Wieso steht hier auf einmal easy? Stimmt doch was nicht. Der ist doch gerade nur hart gewesen. Oder ist da noch einer und ich fliege jetzt gerade mal ganz in die falsche Richtung? Xerox Trading Station. Ich befürchte, die wird auf mich das Feuer eröffnen. Ja, das ist der richtige Planet. Nur die Beschreibung stimmt nicht. Zumindest nicht vom Planeten. Aber egal. Kriegen wir noch. Warme Kaltgetränke. Du fühlst dich wohl und ausgeruht und bist bereit, die Xerox zu ärgern. Kleines Stück noch. Und stopp. Jo. Also, Restum 100% und großes Problem. Zu meiner Linken. Richtig. Also das Ding da. Erstmal ausrichten. Falsch. Pilotmodus aus. Dann schauen wir doch mal vorsichtig nach da unten. Tatsächlich, die Raketenwerfer mit Rechtsklick funktionieren.
Schilde sind an, Schilde sind an. Auf 98,5%, warum auch immer. Ich muss hier erstmal durch die Schilder runterschießen. Mal ausprobieren, 10 Schuss aus der Entfernung, ob das was wirft. Macht nicht wirklich irgendwas. Wahrscheinlich, weil es außerhalb der Kampfreichweite ist. So, schlagen die jetzt besser ein. Also meine Geschütze machen mehr Schaden als meine Raketen. Wenn ich mir das so angucke. Und das sind noch 1,5 Minuten, die jetzt da erstmal drauf schießen. Wenn ich ja wüsste, dass die jetzt nicht zurückschießen, könnte ich das Schiff so stehen lassen und mit Mücke weiter draufhauen. So, 2 Seiten. Aber du musst das Geschütz da unten nur einmal drehen und so schnell komme ich hier oben nicht rein. 55%. Minus 2200 aus Imperium. Ja, ich glaube, die finden das nicht ganz so lustig. Ich probiere das jetzt hier mal so aus. Gucken, wie viele Wochen es dauert, bis die Geschütze weg sind. Da hat sich mein Headset ohne Warnung einfach mal so abgeschaltet. Einfach mal der Akku leer. Ist das Ding noch da? Nö. Schon lange nicht mehr. Okay. Ich es beide. Okay. Und jetzt mit dem Takt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Drei.
Minute nachher. Noch einmal außen rum, dass ich wirklich keinen übersehen habe. Die Kugeln ignoriere ich jetzt erstmal. Lass mich raten, die hat direkt den Kern auch noch mit ausgeschaltet. Oder den Generator. Ich will das nicht. Behalt das mal. Ach so, geht nur so. Schade. Ich dachte, ich kann es direkt ins Schiff rüber. Jo, ich würde sagen, das war der Kern, ne? Okay. Zumindest war es der Generator. Jo, das Ding ist meins. Es entkernt. Mahlzeit. Was er sagt. Ja, natürlich war es ein Schrotzi. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass da oben auch noch welche stehen. Ich dachte, die Basis ist meins. Moment mal. Hab doch schon wieder schwer geschossen. Du hast auf mein Schiff geschossen. Kleines. Oh, danke schön. Du, das ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nichts passiert. Stahlplatten. Gar nichts passiert. Die Kratzer im Lack, die waren da schon. So, noch eins. Also. Erstmal in die Mücke das Zeug, was ich jetzt nicht brauche. Was so ziemlich alles das hier ist. Dann steige ich den Jungs mal aufs Dach. Ups. M6-Pistole. Kenne ich auch noch nicht. Sieht lustig aus. Falsch. Richtig. Richtig. Und abwärts. Was ist hier drin?
Verstärkte Panzerung. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, es ist Zeit, sich um die Ernte zu kümmern. Fangen wir erstmal mit dem Kleinen hier an. Hier eigentlich den Drill-Modus. Was ist denn das gewesen? IU. Nein, das war die automatische Bremse. Aber egal. An welcher Ecke hänge ich fest? Wieso ist da ein roter Punkt? Lass mein Schiff in Ruhe. Andere Sorgen. Oh. Ein Sauerstoffhelm aufsetzen. Ja, okay. Kann ich jetzt bitte weitermachen? Kommt jetzt der nächste Patient vorbei? Diese Kassenpatienten hier. Krankenversichertenkarte ist zu Hause, ja, ja. Auf was schieße ich denn jetzt schon? Ja klar, eine Plasma. Aua! Hättest du mal mit mir machen sollen. Mücke hat bald schon einen eigenen Fanclub, also pass auf, was du machst. Es mag nachher keiner die Zirax. Darf ich jetzt weitermachen? Jetzt immer kräftig reinlangen. Bis der nächste Stinker kommt. Oh.
ist noch was Grünes. Und ich häng fest. So, das war der erste. Habe ich irgendwas in der Nähe? Nein, habe ich noch nicht. Aber jetzt... Zarkosium-Mittel. Das gefällt mir. Das Geräusch nicht. 77, 40. Besser. Viel, viel besser. Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack. Was bist denn du überhaupt? Hoffentlich gleich tot, aber... Kann doch nicht sein. Danke. Days. So mag ich das. Jetzt noch das eine hier neben. Und dann müssten wir auch unser Modul schon bald fliegend haben. Und vor allem ein paar Bohrer dran. Erinnert ihr euch an den... Die beiden Titan-Asteroiden. Was meint ihr, wenn ich da mit den Geschützen oben und unten und an der Seite, gut, wird halt noch einen Moment dauern, damit vorfliege, die Geschütze halten mir die Zirax, die kamen ja da im Moment nur mit kleinen Drohnen an, halten mir die vom Leib und ich kann in Ruhe mit 4 Capital Vessel Bohrern mich dann um das Titan kümmern. Für mein Großprojekt, wie viel Titan brauche ich dafür? 125.000 Titan und genauso viel Eisen. Nur mal so, lasst euch das auf der Zunge zergehen. 125.000. So, und das ist sogar Mittel. So, ich würde jetzt gerne wieder gerade über das Erz. Noch keine rote Gefahr auf der Karte.
Wenn nichts weiter reinkommt, sollte ich einfach mal einen Meter nach vorne fliegen, oder? Ich werde mir das Golddepot hier auf dem Planeten auch noch holen, ne? Auch wenn ich jetzt schon 51 Minuten auf der Uhr habe, aber zu Nux fange ich in der nächsten Episode mit dem Gold an, wenn das hier weg ist. Und dann hätten wir endlich mal genug Material, dass wir vielleicht mal ein paar Folgen nicht zwischendurch immer mal wieder fahren müssen. Ich versuche hier so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Quests geht es bald auch mit weiter, aber dafür muss ich halt erstmal eine stabile Flotte haben. Und Mücke ist ja eigentlich ein kleiner Anfänger meiner, den ich ein bisschen ausgebaut habe. Das ist ja eigentlich nicht als Kampf- und Kriegsschiff gedacht. Und diese Stufe 7 Wessel, auf der ich parke, die ich ja auch etwas modifiziert habe, die war ja auch nicht dafür gedacht, mit den Zirax in den Krieg zu ziehen. Aber kann ein bisschen was. Komm, dicke Brocken. Dass ich mich gleich hier festfahre. Nur noch ein kleines bisschen. Prozent Erz über. Über die 20% setze ich jetzt einen Autominer, ne? Oh. Nein, mache ich nicht. Ich drehe mich einfach ein Stück. Okay, jetzt wird es mir langsam zu warm. Noch ein großes Stück bitte. Und falls jetzt einer sagt, ja, Masse und Gewichte. Wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, hätte ich halt die CV direkt neben mir geparkt und hätte halt dann alle 5 Sekunden das Zeug darüber schaufeln müssen. Oder halt noch 3-4 Mal mehr zur Basis zurück, je nachdem wie viel Fassungsvermögen das Ding hat. Und ich finde, für euch als Zuschauer macht es nicht wirklich Unterschied, weil ich die ganzen Flüge in der Regel ja rausschneide oder halt auf Minimum zusammensetze. Und für mich wäre es halt einfach nur viel mehr Aufnahmezeit. Versteht mich nicht falsch. Habe ich ein Leben? Ja, wahrscheinlich wie jeder, aber
ich muss halt auch gucken, dass ich es am Rande irgendwie so hinkriege zwischen den Aufnahmen. Anyway, das Ding ist fertig. Ich sage... Yippidi, Schweinebacke. Yippie-yo, Schweinebacke heißt korrekt. Ja, ich weiß. Macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis morgen. Daumen hoch und Abo dalassen. Yeah! Ihr wisst, wie es gemeint ist. Macht's gut. Ciao.